Ei Gude und willkommen zurück zu Conan Exiles. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute machen wir mal einen Deckel drauf. Ja, ich bin ja mittlerweile schon eine ganze Weile daran, meinen Turm fertigzustellen. Und da bin ich echt happy über die ganz vielen Kommentare, die ihr mir dazu geschrieben habt. Unter anderem das Problem mit dem Dach, wie ich das lösen kann. Und ja, ich habe jetzt mittlerweile eine Lösung gefunden. Habe den halben Turm nochmal umgebaut, also zumindest in der Mitte. Ich bin irrtümlicherweise davon ausgegangen, ich kann das Ganze so ähnlich bauen wie in Valheim, dass das eine ähnliche Statik hat, aber das ist hier dann doch schon noch ein bisschen anders. Also musste ich quasi einen inneren Turm bauen, einen äußeren Turm, so wie ihr mir das auch in den Kommentaren beschrieben habt. Und siehe da, wenn man es richtig macht, funktioniert es auf einmal. Ist ja echt sensationell. Ja, also wir werden heute den Turm fertig machen, das Dach oben drauf. Und dann gucken wir, dass wir draußen vielleicht noch ein bisschen hübsch machen, ein bisschen dekorieren oder sowas in der Richtung. Oder was auch immer sonst noch passieren wird. Und das Ganze starten wir nach einem kurzen Intro. Bis gleich. So, wie ihr sehen könnt, ist die Kamera jetzt mal anders positioniert, weil ich die ganze Zeit hier unten mal den anderen Krempel hier verdeckt habe. Wobei, das ist eigentlich völlig egal. Ich lasse es jetzt einfach mal so. War jetzt auch geschuldet, weil ich neulich gestreamt habe und musste da die Kamera verschieben. Jetzt habe ich es gerade eben nicht so gemacht, aber mir passt es eigentlich ganz gut so. So, also, wir schauen uns den ganzen Krempel nochmal an, ja. Wie gesagt, hier ist ja mittlerweile der innere Turm entstanden. Ich habe den jetzt auch mal nach oben gezogen. Da nochmal ganz vielen Dank. Ich habe schon leider wieder den Namen vergessen, von wem ich den Tipp bekommen habe. Diese Stallteile, ja. Also die finde ich auch richtig geil. Hätte ich das gewusst, hätte ich den ganzen inneren Turm nochmal anders gestaltet. Aber da war ich schon wieder ziemlich weit vorgedrungen. Und ich hatte nicht schon Lust, schon wieder das Ganze umzubauen. Ich habe mir mal den Luxus gegönnt, zwei Aufzüge reinzumachen. Weil ich fand, einer, der sah so ein bisschen asymmetrisch aus. Das hat mir nicht so gefallen. Deswegen haben wir zwei reingemacht. Aber das soll ja auch nicht das Problem sein. Hier geht es einfach durch den Turm durch. Und wir schauen uns das, also es gibt noch eine Menge, ich muss hier noch Zwischendecken reinziehen und ich muss noch Zugang zu einem äußeren Türmchen, was ich euch gleich zeigen werde, was ich hier noch hingebaut habe, den werde ich auch noch irgendwie gestalten müssen, das habe ich noch nicht gemacht, dazu bin ich noch nicht gekommen. So, und warte mal, wir können glaube ich mal gerade nochmal hier runterhüpfen, sonst hat sich ja nichts weiter geändert am Außen, außer, dass ich hier jetzt nochmal ein zweites kleines Türmchen da rechts an der Seite mit angeflanscht habe. Ich wollte das einfach mal ausprobieren. Ich lasse das erstmal so. Vielleicht mache ich noch irgendwo einen hin, aber wir lassen es erstmal so. Also mir gefällt es ganz gut. Kann man natürlich drüber streiten, ob die Optik so passt oder nicht oder wie oder was. Aber letzten Endes passt mir das. Vielleicht hätte ich den auch noch mal ein Stückchen weiter nach oben ziehen müssen und dann diese dreieckigen Dächer invertiert unten drunter. Whatever. Keine Ahnung. Also da gibt es noch viel zu optimieren, es ist alles noch nicht fertig, aber wir wollen heute, wie gesagt, erstmal das Dach drauf machen. Das heißt, wir müssen mal hier die Krempel mitnehmen, gehärtete Ziegel nehmen wir mit, Stahlverstärkung nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Oben steht schon eine Kiste. So. Also ich fand es einfach gut, zwei Aufzüge reinzumachen. Sieht einfach Banane aus, also ich habe mich da echt schwer getan, das Ganze dann auch stehen zu lassen. Deswegen machen wir es einfach nochmal so. Ich finde auch die Böden von dem Stall ganz cool. Also das gibt auch ein schönes Bild, ja. Also hier werde ich auch noch Zwischenböden reinziehen. Da müssen wir mal gucken, was wir da noch hinmachen. Vielleicht werde ich auch nochmal so eine Zwischenetage machen, wo der obere Aufzug nur bis dahin geht. Und dann geht der nächste runter bis zum nächsten. Das muss ich noch ein bisschen rumprobieren. Ich bin ja, wie gesagt, noch nicht fertig. Und ich stelle gerade fest, ich kann hier gar nicht rausgehen. Wie hohl. Naja gut, soll jetzt aber jetzt erstmal nicht stören. Ich falle auch jedes Mal wieder drauf ein, dass ich nicht rückwärts aus dem Aufzug rausgehen kann, ne? So, hier haben wir, glaube ich, schon eine Kiste deponiert. Aber wir springen einfach mal hier hoch. Nimm mal Sam. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Das ist aber eine ganz knappe Kiste, was ich hier treibe. Das ist aber... Uiuiuiui. So, wir müssen mal eben... Nematisch. Da ist es doch. Wir müssen mal hier eben so eine kleine Bauplattform hier reinziehen, oder? So, bevor ich mir nämlich hier gleich den Abflug mache,
Machen wir es lieber so. Und jetzt kommt der große spannende Moment. Der spannende Moment. Passt es, blöde. Da drüben passt es. Also hier passt es auch. Ich bin halt immer noch mit diesen Snap-Points am Struggle, ne? Aber jetzt kriegen wir das Dach endlich so hin, wie wir es haben wollten. Das ist grün, weil ihr mir den entscheidenden Tipp gegeben habt, Mensch, du hohle Frucht, bau einfach einen inneren Turm. Aber da sieht man mal, wie man aus anderen Spielen beeinflusst wird und man denkt, verdammt nochmal, das muss doch so gehen, das kann doch nicht, was ist denn das für ein Müll? Und ihr habt ja selber mitbekommen, wie ich hier am Fluchen war letzte Woche oder in der letzten Folge. Als einfach brutal abnervt. So, die nächste Frage ist, jetzt kriegen wir das Dach auch so weitergebaut mit den anderen Teilen oder nicht oder wie oder was? Ich sag's euch, es macht mich fertig. Es macht mich einfach nur fertig, ne? Ist ja nicht so, dass ich nicht schon so ein paar Dinge gebaut hätte hier in irgendwelchen Spielen, aber das hier, das ist echt... Endgegner sein Vater, ne? Also... So, jetzt klettern wir nochmal kurz hier hoch. Bleibst du mal kurz stehen, mein Freund. Damit wir hier nochmal eben ein paar Böden reinziehen können. So, und das sollte jetzt eigentlich passen. Nee. Genau andersrum. So wollen wir das haben. Dieser Platz ist derzeit besetzt. Ey, es geht mir so auf den Sack. Ich verstehe auch manchmal diese Snap-Points nicht, ne? Also die sind mir teilweise, sind die mir sehr suspekt. So. Mann, oh Mann. Was eine Aufregung. So. Haben wir das blöde Kackdach endlich fertig, ey. Ist echt nicht wahr. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie derbe abschmiere. So, hier hatte ich hier unten noch eine Bauplattform. Das heißt, wir können die hier auch wieder abreißen. Natürlich sollte man sich nicht den Ast absägen, auf dem man steht. Uiuiui. So, können wir gerade mal den ganzen Bums hier reinschmeißen. Vielleicht ziehen wir hier irgendwie noch was drumherum. Ich weiß noch nicht, weil es steht jetzt hier noch die Kiste draußen und eigentlich habe ich ja den Durchgang hier draußen auch hingestellt und geplant. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. So, jetzt können wir eigentlich das Ding doch mal wegnehmen hier, oder? Und dann kann man wenigstens hier wunderbar ins Dach reingucken. Wenigstens sieht das ganz gut aus. Können wir da vielleicht irgendwie noch eine Kohlenpfanne oder sowas reinhängen? Dann ist das schick. Und jetzt gucken wir uns den ganzen Krempel mal von außen an. Ja. Ja, also wie gesagt, dass man hier jetzt noch so einen Innenturm reinziehen muss, das fand ich natürlich ganz spannend. Und dann gibt es noch was, das müssen wir uns gleich mal zusammen angucken. Ich muss gerade mal das Mikro ein bisschen anders positionieren.
Das fand ich jetzt richtig interessant. Das machen wir gleich. Und zwar hatte einer der Zuschauer gesagt, ich soll mir doch mal unter den Attributen anschauen. Es gibt irgendwie im letzten Level Kompetenz. Tatsächlich, da ist es, ne? Den Punkt, strukturelle Integrität. Von dir gebaute Strukturen sind 25% stabiler. Das war mir ja mal ganz neu, ne? Also, dass man das Ganze hier stabiler gestalten kann. Also habe ich dann auch eine andere Statik, ja, also dass ich das quasi hätte ohne Innenturm bauen können oder wie ist das dann zu verstehen? Und dann die nächste Frage, wenn ich das so gebaut habe mit diesem Perk und ich nehme den wieder zurück, weil ich umskille, bricht mir dann wieder alles zusammen oder bleibt es dann stehen? Also das wären so zwei Fragen, ja, da könnt ihr mir vielleicht mal was in die Kommentare zuschreiben, das würde mich nämlich mal echt interessieren, weil dann können wir nämlich auch wirklich nochmal... Wenn ich Baufolgen mache, kann ich da nochmal einen ganz anderen Twist mit reingeben. Finde ich spannend. Also wusste ich gar nicht, war mir gar nicht so bewusst, dass es das gibt in der Art und Weise. Aber man lernt ja auch nie aus. So, jetzt müssen wir uns das ganze Krempel mal von da oben anschauen, wie das aussieht. Ja, ach komm. Also ich würde sagen, von der Größe her ist das schon beachtlich, oder? Also also für mich ist das ein amtlicher Turm. Sicher hätte man es noch ein bisschen größer machen können. Aber der ist schon... Also... Der macht schon was her. Also zumindest von der Weide sieht man ihn schon ganz gut, ne? Ja. Also ich für meinen Teil finde ihn ganz klasse. Ich weiß, dem einen oder anderen gefällt es eher nicht so. Jetzt geht es halt noch so ein bisschen ums Dekorieren, aber das werde ich dann offscreen machen. Oder ja, und dann gucken wir einfach beim nächsten Mal, wie wir da weiter voranschreiten. Aber ich habe ja auch noch was zu tun. Ich muss ja auch draußen diesen Wehrgang noch weitermachen, den wir da schon angefangen hatten. Ich müsste mir, glaube ich, auch noch mal so eine neue Fackel bauen. Ne? Die ist nämlich, der Leuchtstab ist nämlich leider kaputt. Kaputt. So, Knochen und Leuchtschleim, den holen wir uns gerade mal. Knochen und Leuchtschleim, wo hab ich's denn? War nicht, dort nicht, hier nicht. Da habe ich zumindest Knochen. Na, warte mal, Leuchtschleim hatte ich glaube ich bei dem Alchi hier, ne? Nee, hier. Genau. So, da können wir uns nämlich gleich mal so... Nehmen wir mal so zwei Stück her. Genau. So machen wir das. Da können wir den Leuchtschleim auch wieder beim Alchi reinpacken. Genau. Und dann kommt hier nämlich... kommen nämlich da die Knochen... Nee, hier. Nee, da. Dort? Waren die hier? Ach ey, was man nicht im Kopf hat, ne? Ne, hier waren die. Genau, dann kommen die nämlich hier rein. Und dann können wir das so machen. Kann man die... Ach, die kann man noch reparieren, ne? Oh. Ah, ich muss die ja gar nicht neu bauen. Ah, so ein Scheiß. Ach komm. Wenn wir mal hier rein, die Fackel. Brauchen wir ja gerade eh nicht. Wie sieht es mit Futtern aus? Futtern wie beim Muttern? Gesundheit 60. Es wird Suppe essen. So. Wirklich, hatte ich nicht auch irgendwas, wo du noch eine höhere Traglast hast? Da gibt es da auch noch was. Ach komm. Getreuen Schaden plus 12. Mensch, das ist ja auch ganz wichtig beim Bauen. So.
Jetzt können wir eigentlich die Mauer hier weiter rumziehen. Ich hatte ja schon angefangen das letzte Mal mit Sandsteinen und dann hatte ich aber nochmal umgebaut, um hier mal so ein paar Kurven reinzukriegen. Und jetzt passt der ganze Bums natürlich nicht mehr zusammen, ne? Was natürlich logisch ist. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen uns hier wieder... Ach, hier ist der Scheißdings im Weg. Uns noch ein paar Ziegel hier reinpacken. So. Hier noch ein bisschen Holz. Und das. Und das. Ist ja egal. Wir sind ja eh nicht schnell unterwegs. Wo war der Ausgang? Hier war es, genau. Aber jetzt können wir uns wenigstens hier so ein bisschen lang orientieren. An der alten Linie. So. Also die Stallteile finde ich richtig, richtig geil. Das war ein super Tipp. Wie gesagt, ich weiß gerade leider nicht mehr, von wem es kam. Aber den fand ich richtig, richtig gut. Das hat mir gefallen. So, machen wir das jetzt so. Genau. Können wir nämlich hier... Ah, guck mal, da sind wir nämlich schon wieder fast parallel an der Stelle, wo wir schon gewesen sind. Doch ganz schick so. Also mir gefällt es. Dann können wir nämlich hier weitermachen. Kommt dann hier noch so ein schnieker Wehrgang drauf. Und da müssen wir irgendwann mal in den nächsten Folgen gucken, dass wir Personal bekommen, ne? Also mir fehlen zum Beispiel noch Bogenschützen und Krieger und so weiter und so fort. So. Na, 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 na. Dann können wir nämlich hier wieder, ich finde es auch ganz schnieke mit diesen Steinkeilen zu machen. Hat halt jeder so seine Art und Weise, wie er das macht. Würde mich natürlich auch mal interessieren, ob ihr das auch macht. Ja, also hier solche Stadtmauern hinzubauen mit Wehrgängen und so weiter. Und da sagt ihr, ey, das ist eigentlich völlig für den Eimer. Wozu? Aber mir macht es einfach Spaß. So. Jetzt habe ich natürlich immens viel Stein dabei. Das müssen wir auf jeden Fall noch fertig machen. Oh, Alter. Fertig machen. Ja, hier muss ich auch nochmal dran. Da bin ich auch noch nicht so ganz happy mit, wie das hier aussieht. Ihr habt ja gesagt, man soll ja irgendwie die Schatzkammer irgendwie vorgelagert irgendwo hinstellen, ne? Oder aufbauen. Jetzt ist die Frage, trotzdem auf dem Gelände mit drauf oder lieber komplett von außen, sodass die mir hier nicht die Hütte einrennen.
Da müssen wir mal schauen, ne? So, Decorations, kann ich noch Lager bauen? Ne, natürlich nix. Nix kann ich machen. Stahlverstärkung. So, ich muss mal gerade noch ein bisschen Zeug holen. Und hier, das müssen wir dann auch irgendwann mal fertig machen, ne? Also das gefällt mir auch noch nicht. Das habe ich alles nur so hingemacht, damit man es überhaupt irgendwo stehen hat. Aber wirklich glücklich macht es mich nicht. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. So, hier haben wir noch gehärtete Ziegel. Ja, ich brauche noch mehr gehärtete Ziegel. Da brauchen wir so noch ein bisschen Materialien sammeln für. So gibt es nichts. Wie viel habe ich denn einstecken? Das, das, das. So. Dann nehmen wir das Holz auch gerade noch mit. Dann können wir nämlich auch draußen gerade den Lehrgang weiterbauen. Na, 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 na. Ich glaube, ich hatte die auch so gemacht, ne? So, hier muss ich, glaube ich, mal eine Treppe hinsetzen. So, warte mal. Das müssen wir gerade mal. Das müssen wir gerade machen. Genau, so. So in dem Stil. Wobei, wenn ich das schon hier aus dem verstärkten Stein mache, dann sollte ich das vielleicht auch die Treppe daraus bauen. Oder? Das müssen wir uns gleich aber nochmal angucken, ob ich damit so einverstanden bin. Gefällt mir das oder gefällt mir das nicht? Naja. Naja. Das muss ich mir aus einem anderen Blickwinkel nochmal angucken. So, also ich lasse es jetzt erstmal so, aber so richtig geil finde ich es gerade auch nicht. Wie kann man das noch am besten machen? Da muss ich mir was überlegen oder ob ich hier noch so ein Dings da reinmache, warte mal. Stärkt der Stein. So. Macht es irgendwie auch nicht besser, ne? Also besser als das andere auf jeden Fall, aber. So richtig glücklich macht's mich nicht.
So, wir setzen das jetzt aber hier hin. Da brauchen wir nämlich nicht noch eine Treppe dahin zu knallen. Und auf der Höhe lasse ich dann auch die Mauer. Ich meine, das kostet natürlich enorme Ressourcen. Aber wir haben es ja. Wir können es ja leisten. So. Edisch. Wir wollten ja drüben die Mauer noch rumziehen, ne? Nicht, dass die jetzt hier gleich ankommen und meinen, die könnten hier einen Dicken machen. So, wartet mal. Dann wechseln wir nochmal hier rüber. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Da schließt es nämlich wunderbar mit dem Stein hier oben ab. Und dann sieht es aus wie aus einem Guss. So gefällt mir das. Dann hauen wir nachher noch ein großes Tor rein. So, vielleicht können wir das jetzt auch gerade schon machen. Großen Torbogen. Genau, so machen wir das nämlich. Und jetzt haben wir schon nichts mehr, ne? Genau, fehlt wieder gehärteter Ziegel, aber das ist schon mal gut so. So. Das sieht auch schon mal gut aus. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Da gibt noch ein bisschen was zu tun. Was mich halt echt abnervt, ist, dass du hier diese, wenn du so ein Tor hingesetzt hast, ne, dass du hier diese Spalten hast. Du siehst es einfach durch. Ne? Hier, ihr seht es ja auch, links und rechts. Wenn ich da drauf gucke, da hast du ja diese Ritzen drin, weil das einfach nicht bündig mit dem Tor abschließt. Ne? Oder das Tor mit der Wand. Also das ist... Weißt du, und da würde ich mir wünschen, dass man direkt in die Ecke irgendwelche Balken oder Zierbalken oder whatever reinsetzen könnte. So dass zu den Krippelscheiß jetzt natürlich alles weg hier, was ich hingeschmissen habe. Oh, das ist ja doof. Einfach weggespawnt. Einfach despawned. Scheißdreck. Naja, Freunde. Da machen wir hier erstmal Schluss. Und zwar auch erstmal mit den Baufolgen. Ich werde dann erstmal ganz normal noch ein bisschen vor mich hinbauen und werde euch dann das Ergebnis in der nächsten Folge zeigen. Auch vielleicht den Turm schon dekoriert, fertig. Und genau, wir werden dann erstmal wieder weitermachen in der Storyline, beziehungsweise werden uns nochmal ein paar Dungeons vorknöpfen. Ich möchte zum Beispiel unbedingt mal in Kyles Kneipe, Tiefgeschoss irgendwo, bla bla bla, keine Ahnung, gibt es ja irgendwie auch noch einen Dungeon, da will ich unbedingt mal rein. Vielleicht werde ich auch nochmal umskillen, sodass ich dann wieder mit zwei Getreuen reinmarschieren kann. Ich glaube, das macht mittlerweile echt Sinn, ne? Also ich bin mir da ganz sicher. So, ich möchte mich bei euch erstmal fürs Zuschauen bedanken, möchte hier nochmal ganz kurz den Hinweis geben, nächste Woche Samstag gibt es den 12-Stunden-Stream, da wird eine Menge Programm passieren, ihr werdet im Laufe der Woche immer wieder informiert von mir, hier wahrscheinlich auf YouTube auf dem Community-Tab, was heißt wahrscheinlich auf jeden Fall, und auf Instagram bei uns im Discord werdet ihr alle möglichen oder nötigen Infos finden. So, also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und guten Start in die neue Arbeitswoche, bis demnächst,
Tschüss.